Sehr geehrte Präsidentin, liebe Kolleginnen! Zum dritten Mal debattieren wir hier den vorliegenden Antrag der Union, die seit 20 Jahren die Einführung der Vorratsdatenspeicherung fordert, zur Abwechslung in der Variante IP-Adressen und unter dem Vorwand des Kinderschutzes. Ich könnte meine alten Reden noch mal halten, die Sachlage hat sich ja nicht geändert. Auch die Vorratsdatenspeicherung von IP-Adressen ist weder geeignet noch angemessen und auch nicht verhältnismäßig und damit verfassungswidrig. Sie würde das gesamte Online-Verhalten aller Menschen in Deutschland überwachen. Die Erfahrung zeigt aber, neue Instrumente zur Massenüberwachung wecken Begehrlichkeiten und werden für immer mehr Zwecke eingesetzt. Und aus aktuellem Anlass finde ich daher folgende Frage wichtig. Stellen Sie sich mal vor, eine demokratiefeindliche wie die da hat Zugriff auf solche Überwachungstechnologien. Was glauben Sie, wofür würde die AfD sie wohl verwenden? Wen würde sie wohl überwachen? Aus welchen Anlässen? Und was würde sie mit den Ergebnissen tun? Ein Missbrauch von Infrastrukturen, die sich für anlasslose Massenüberwachung der gesamten Bevölkerung eignen, kann man nur verhindern, indem man sie gar nicht erst aufbaut. Werkzeuge zur anlasslosen Massenüberwachung haben in einer Demokratie nichts verloren. Oder wie die taiwanesische Ministerin für Digitales Audrey Tang vorgestern in Berlin sagte, in einer Demokratie nutzt man Digitalisierung, um den Staat transparenter zu machen, in einer Autokratie, um BürgerInnen transparenter zu machen. Wenn wir die Demokratie wertschätzen, müssen wir also die Einführung derartiger Werkzeuge verhindern, aber auch, dass die AfD die Macht ergreift. Vielen Dank.